Du hast gerade Geld verschwendet. Ach, das, das hat man mir schon häufiger gesagt, ne? Das haben mir einige Leute auch gesagt, dass ich mal ein Tattoo gemacht habe. Und ich habe dann geantwortet, suck my dick. Vielen Dank mal, du kannst wieder fahren. Bitte einsteigen, Kippenberg fährt ab. Komm, schau mit. Ja gut, fährt leid. Wir haben aus technischen Gründen Verspätung. Ich finde es schön, dass sie okay damit sind, dass ich eine Bombe mit an Bord nehmen darf. Also von daher. Entsetzen, Herrschaften, wir haben... Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Swag, swag. Mario ist auch ein Terrorist. Das stimmt ja auch. Quank, quank. Kapitel 2. Wie der Wind in der Wüste. Under meine Füße. Okay, gut. Klippenberg, Klippenberg, wir haben nur 19 Minuten Verspätung. Sie erreichen keinen ihrer vorgesehenen Anzüge. Die Bahn ist wieder in Betrieb. Puh, hol doch mal Zeit, denn ich habe es wirklich nach Tauchtauchen. Das kommt mir alles irgendwie. Ne? Scheint so so. So ein typischer 2009 YouTube-Spruch. Nehme ich überhaupt auf? Mal gucken, ob ich aufnehme. Und dann hörst du mal dreimal so tippen. Und dann heißt es meistens, dass sie in Fraps den Frame-Counter einmal angeguckt haben, ob er rot ist oder nicht. Nächster, bitte! Gieber, vielen Dank für den Sub, mein Duden. Und alles Gute zum Fast-Show-Tag. Get your Hot Dogs hier. Oh, ein Hot Dog? Oh nein, verflixt. Kann nur sein. No, Verzeihung, Leute. Bin vielmals um Verzeihung. Auf der Suche nach etwas. Wir haben aufgepasst, wo ich hinflieg. Moment mal. Bist nicht Mario? Doch, du bist es. Bist der Mario. Ich grüße dich. Mein Name ist Parakari. Bin Briefträger. Ich arbeite für die Deutsche Post. So, ja. Kein Wunder, dass ich alle sämtliche Briefe verpasst habe. Normalerweise bin ich die Zuverlässigkeit in Person. Das... Denkt jeder DHL-Mitarbeiter so? Über sich selber? Ich meine ja nur. Damit haben wir das Problem wegen eines verlorenen Briefes. Ich muss ihn irgendwo auf dem Klippenberg verloren haben. Und jetzt kann ich ihn nicht mehr finden. Oh boy. Wenn ihr irgendwo über den Briefe stolpert, sagt mir bitte Bescheid. Mein Job steht auf dem Spiel. Das ist DHL. Du bist ersetzbar. Inzwischen werde ich hier weiter suchen. Get your Hot Dogs hier, das ist das von Winnie. Echt, das wusste ich nicht mal. So. Fucking Montys. Dat Mütze, ja, was gegen meine Mütze? Meine Haare sehen halt heute absolut scheiße aus, ja? Bla 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 bla. Hey, Fireblast. Darf ich mal anmerken, wie radikal die Biester sind? Komm aus dem Boden und schmeiß mit Stein. Wer wird schon mit Kochtöpfen? Okay. What? Was zum Fick ist ein Cage Lock? Ich habe so langsam das Gefühl, die Pokémon-Community denkt sich für jeglichen Kram was Neues aus.
Wacke, mit dem Podcast auf dem Kippen. Wir sollen sehr frische Luft, also schön wacke Tuffhaken. Wacke, au, haben wir noch nicht. Ich habe keine Ahnung warum, aber es ist halt ein super gutes Highlight in mir. Es ist eine schmerzende Beule, ist halt ein brutal gutes Highlight. Kann ja auch nichts gegen tun. Cage-Lock, Egg-Lock, Wonder-Lock, Alter. Denkt euch echt jeden Tag neuen Scheiß aus, kann das? Weißt du, wenn normal Pokémon schon zu langweilig geworden ist. Da muss man aufpassen, hier sind diese komischen Steingegner, wo ich mittlerweile... Wobei doch, ich glaube, ich könnte da was gegen machen. Oh. Dann nehme ich die da. Ach ne, da muss ich gleich hin. Ich glaube, ich hätte was gegen die. Weil du brauchst irgendwie einen Angriff, der Verteidigung durchbricht. Weil die haben eine saubrutal hohe Verteidigung. Sämtliche dieser Loks sagen mir nichts. Geht mir genauso. Ich habe keine Ahnung von sowas. Ach ja, stimmt ja. Habe ich das jetzt... Ich glaube, das, was ich hier gemacht habe, ist Blödsinn gewesen. In a game nach einem Gym Match haben sie ein Cage Match 1v1. Sind Verlierer dieses Tor. What? Scheiße, ich hab den Angriff gar nicht, ne? Fuck. Und ich kann nicht auf ihn springen, weil das ein Dingsgegner ist. Maybe you want to fuck off? Nice. Das hat besser funktioniert, als ich erwartet hatte. Echt, Bombette hat genügend Power? Ich bin auch gerade so der Meinung, ich gehe hier den komplett falschen Weg. Dann war ich der Meinung, hier war doch mal was. Ah, ne, hier. Genau. Ausweicher. Oh, warte mal, der war, glaube ich, gar nicht so schlecht. Eine Bombe kann alle... Basically, yes. Ja, hier, Anti-V-Hit brauche ich. Nehmen wir mal den Power-Dowels weg, weil den brauchen wir, glaube ich, eher. Dann wird der Schaden nochmal um 1 reduziert. I actually need that. Oh. Ich verlinke dir mal eine Folge auf Discord. Kannst du mir Gelegenheit ansehen. Ui. Ui. Pokémon mit Custom-Regeln für diese dummen Nicht-Casuals. Wait, what? Ich bin gerade eher verwirrt, ob ich hier richtig bin oder nicht. Das war nicht gut. Gut, die haben immerhin nur 2 Leben, also von daher. Zip-Zup. Und die tun weh. Jesus. Und da mache ich sie platt mit einem Hammer. Bewirkt, dass der Gegner einfach 0 verteilt. Ich meine, es ignoriert schlicht und ergreifend die Verteidigungspunkte, ja. Aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, ob es Verteidigungspunkte ignoriert oder ob sie einfach nur runtersetzt. Da bin ich mir jetzt gerade selber unsicher. Ah ne, ich musste hier hin. Genau, ich brauche den Brief hier. Da war doch was. Hui! Ich meine, ich brauche hier noch ein bisschen mehr. Ups. Wrong button.
Snoop? Ich glaube, ich darf nur nicht zu weit gehen, sonst habe ich ein Problem. Ich meine, hier kommt relativ in absehbarer Zeit ein Boss, wo ich mit den Leuten, die ich jetzt hätte, echt Probleme kriegen könnte. Nee, hier war ich doch gerade eben schon hin. Was mache ich denn eigentlich in meinem Leben? Okay. Aha. Brief. That's brief. Oh shit, ich wurde linked. Ich wurde für eine Link-Beschwörung benutzt. Ich hasse es, wenn das passiert. Du meinst diesen Geilen, habe ich damals schon besiegt. War schwer, aber machbar. Na, du hast halt... Man hätte Gumbario, aber... Gumbario ist Trash. Warum solltest du mit dem irgendwas machen? Ich guck noch mal diese eine Seite Nachricht, obwohl... Ah ne, Quatsch, da kann ja gar nicht hin. Hey. Ich dumm, ich. Ich meine, das ist schon soweit alles hier. Ich meine, Geierwalli. Sei... Ah! Bitte verwende nie diesen Goomba, ich hasse ihn. Immerhin sind wir mal mit Leuten auf einer Meinung. Also, ne? Ja, eben, er kann nur... Ne, er kann nix. He can't do shit. He ist schlecht. Hier, hab Brief. Oh, ja, danke. Boah, geil. Eigentlich, ne? Hier, hab noch einen Brief. Ach ja, ich hab noch einen verloren. Oh, scheiße, Mann. Ach ja, und hier. The last one. Mit einer Cutscene-Kamera. Der letzte Brief, du hast ihn gefunden. Oh ja, die ganze Post, die ich verloren habe. Zumindest die von heute. Wow. Das heißt, es passiert häufiger? Kumpel, du brauchst einen neuen Job. Du bist ein Lebensretter. Ich wünschte, ich könnte irgendwas tun, um das gut zu machen. Ja, eigentlich, um ehrlich zu sein, habe ich nicht mehr auf den Klippenbergbriefe verloren. Ja, ich glaube, während des Fluges über den gesamten Königreich, welche abhanden gekommen sind. Du bist echt scheiße in deinem Job. Tja, weißt du, du bist ziemlich gut im Finden von Dingen. Willst du während deiner Reise wohl Augen von mir offen halten? Was geht denn das für eine Hilfe? Ja, komm. Komm mit, Junge. Und gepriesen seien die Sterne, Dinge. Komm mit jetzt. Sabbel nicht. Ich mag den Dude. Im Grunde kannst du fliegen und er kann sich selber zu Gegnern hinschmeißen. Wenn du das Brief zustellen soll, dann sprich einfach mit der betreffenden Person. Allerdings musst du mich vorher als Teammitglied ausgewählt haben. Ich muss an der Seite haben. Vergisst du das nicht, ja? Yes. Die Substory, die mich noch nie interessiert hat, ne? Das ist ein Heunehmer. Sieht aus, als wäre er eben verletzt worden. Mag nicht. Nein, danke. Was zur Hölle? Warte mal, kann ich mir nochmal so ein... Kann ich dem Typen nochmal das Genick brechen? Yes. Das geht doch nicht. Ich meine, es ist ein Top-Heil-Item, ne? Wenn der Typ dafür leiden muss, dann ist das sein Problem. Was hat er auch so ein gutes Heil-Item an sich? Aha. Ich wusste nicht mehr, ob der immer respawnt. Erdbebenorden. Erdbeben. Also den ganzen Tag verprügeln. Ich meine nicht, dass ich das würde. Ich meine ja nur, ne? Erdbeben ist super. 100 Stärke, 100 Genauigkeit und keine Nachteile. Yes. Yes. That's right. That's what all people say. Kann ich? Wow, das funktioniert sogar. Macht sogar mehr Schaden tatsächlich. Aber ich meine, der Angriff ist sowieso ziemlich mächtig von ihm. Der macht guten Schaden.
Was willst du? Wie? Du sprichst mit mir? Sonst niemand hier? Da musst du mich meinen. Schon lange her. Seit ich in meiner Heimat, in Blumenfelder, hier gekommen bin. Du bist die erste Person, die mit mir spricht. Sonst niemand nimmt Notiz von mir. Die nächsten Leute, die hier vorbeikommen, glauben, ich würde einfach nur blühen. Rassisten. Lieber ein gutes Gespräch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit von mir. Ist ein wertvolles Samenkorn. Hör in Ehren und denk an mich. Sure thing. Bitte pflegen Sie mit viel Liebe. Und ich zeige, ich will davon profitieren. Ja. Kostet 5 BP? Oder 4? Nee, 3. Ich meine 3. Ist ein bisschen expensive. Aber lohnt sich. Der Damage ist nice. Warte mal, kann ich nicht? Hehe. What? Wir haben echt einen interessanten Chat heute. Muss ich ja mal so nebenbei erwähnen, ja. Wir haben einen echt interessanten Chat. Jeder hasst Gumbario. Musik macht Leute aggressiv. Geld ist scheiße und vorwurfsvoll. Ist ein interessanter Stream heute. It's gonna be a good day. Ich verprügele irgend so ein komisches Maulwurfsvieh. Einfach um aus seiner Lebensessenz irgendwas Positives für mich selber zu ziehen. Und nachher, wenn Yakuza. Wait, what? Wait? Dann wird's wieder wholesome. Ne, wieso? Die wholesome Storyline haben wir da jetzt fertig. Wholesomeness gibt's doch jetzt nicht mehr. Das hatten wir doch schon etabliert. Wholesome Time ist vorbei. Wir haben jetzt fucking Captain Aniki jetzt bei Haruka gelassen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich darüber denken soll. Und ich sag mal so, die das Ganze jetzt hier als fucking hell. Die das Ganze hier als LP auf YouTube gucken, die werden sich sowieso fragen, was labert der Typ da? Das sind dann die Leute, die bei mir Yakuza nicht gucken. Was ich verstehen kann, weil kaum einer von hier guckt Yakuza. Shadush. Meine Mütze, willst du meine Mütze sehen? Die habe ich mir auf so einem, bei uns auf dem Hamburger Dom gibt's immer so einen Markt. Also gibt's halt immer so Märkte. Und der ändert sich halt mit jedem Dom. Deswegen, ich freue mich jetzt schon auf den Winterdom. Einfach weil meistens im Winterdom ist dann so ein, ich sag mal, Wikingermarkt. Mit allem möglichen Zeug, zum Beispiel halt auch, ja, Bogenschießen, Axt werfen und all so ein Spaß. Das ist immer richtig fun. Die habe ich mir dann halt da das letzte Mal geholt an so einem kleinen Stand. Und die habe ich heute auch nur an, weil meine Haare einfach bescheuert aussehen. Das ist hier, ne? By the way, den Pin habe ich separat angemacht. Ich mag diesen Pin. Und auf der anderen Seite habe ich den hier. Sind Pins, die ich noch rüber hatte, deswegen habe ich sie auf meine Mütze gemacht. Aber ja, das ist eine Mütze. Es ist keine Cap wirklich, obwohl es eigentlich eine ist, aber ne. Ich habe doch entschieden, bei der Schattenseele reinzugucken. Der reagiert wenigstens auf seine Fans. Du klingst gerade, als ob du irgendein negatives Erlebnis hattest in einer anderen Community. Das klingt irgendwie nicht wirklich wholesome. So, 5 Leben habe ich noch ein. Nee. Guck mal auch so, wenn ich die sehe. Also, ich habe sie mir geholt, weil ich sie mochte. Die hat mir gefallen, deswegen habe ich sie mir. Na? Nani? Also. Ganz vergessen, das muss ich ja so machen. Ich bleib beim Schoßmann. Och, süß. Na, Streamer, die relativ klein sind, aber nur auf bestimmte Leute reagieren. Meistens Mods oder Close Friends. Yes, but why?
Ich meine, mit denen kannst du meistens auch so schreiben. Also zum Beispiel meine Mods und meine Close Friends, mit denen rede ich halt immer privat. Fucking Geier. Ey, do. Ey, du, do. So langsam, Burschi. Der hat Bursche gesagt. Nicht so schnell. Ich hab den schon mal gesehen, Oma. Wo hab ich's mal gesehen? Der Österreicher Geier, ja. Ah, hier bin ich wieder. Ah ja, sehr ähnlich. Doch genauso aus wie der Typ auf dem Steckbrief, dem ich vom Bosser. So, und jetzt sag, wer bist denn du? Das Witzige ist, man kann diesen Bossfight tatsächlich skippen, indem man Luigi drückt. Wenn man Luigi sagt, dann sagt er so, oh Mensch, hab ich mich ja verdauen, kannst mir, fick dich ins Knie, friss mal eine Brezel und geh nach Hause. Wenn du sagst, Mario wird er dich angreifen und bei Peach wird er auch, weil er sich dann fragt, so, wait a minute. Ich meine, wir nehmen mal Peach einfach, weil ich das lustiger. Du hast doch gesagt, Prinzess Peach. So, glaubst du, ich bin Depper? Willst du mich da eine Festung vom Bosen festhalten? Hast du glaubt, ich das nicht? Bin so richtig noch Schlag. Warte mal, Mario, jetzt kriegst du ein Dretchen. Gut, dass er so ein großes Ziel ist. Ach ja, stimmt ja. $40k, that's a lot. Hey! Der tut auch ziemlich gut weh. Ich habe aber noch ein Ei für KP. Trink einfach mal den ganzen Sirup. Ich meine, das sind 5 Damage, that's a lot. Boah, Alter. Nimmt aber auch gut Schaden, der Typ. Puh. You know what? Ich mache einen davon. Ich kann die Dinger ja immer wiederholen. Dann habe ich wenigstens auch wieder BP. Und muss mich darum nicht sorgen. Boah, ich kann einfach nicht so gut mashen, ne? Der Typ ist aber auch ein laufendes Gimmick, ne? Na, viel kann er nicht mehr haben. Zwei? Jetzt macht es auf einmal weniger? Ich nehme mal lieber ein Ei. Just in case. Ah, da geht doch schon. Das Ei war nicht mal nötig. Warum nutze ich nicht Schäfchen? Ich glaube, da ist er immun gegen. Holla, jetzt auch ein Dretchen kriegt. Jetzt können wir uns diesen Verteidigerorden holen. Geht er down. Nö, nö. Du.
By the way, ich mag die Musik hier in der Wüste. Generell hat das Spiel aber auch einen sehr schönen Soundtrack. Nice. Ach, die Wüste. Oh, ich weiß noch, als Kind saß ich hier ewig dran. Literally ewig. Und ich weiß, hier war irgendwo ein Dings, eine Oase. Ich weiß noch nicht mehr wo. Deswegen, ich renne jetzt hier erstmal straight durch. Just in case. Weil ich weiß nicht mehr, wo die Oase war. Ich weiß, es gab hier eine. Fucking hell. Beziehungsweise, ich glaube, ich muss die Oase eh finden, oder? Jesus! Speedy Speedboy! Ja, ganz vergessen, die muss ich ja finden. Ihr haltet eine Menge aus, Jesus. Sackgesicht. Immerhin mein Geld wieder. Ich find's geil, wie mein Geld zu mir zurückgelaufen kommt. Ist mein Timing so scheiße? Hey, Sketchy. Goomba King 123, danke fürs Follow, mein Dude. Beziehungsweise, ich weiß jetzt sowieso nicht mehr, wo ich bin. Wegen dem Tornado. Lass du mich mal in Ruhe? Nervensäge. Der denkt sich auch nur so, oh, mein Geld! Mein Geld! Mein Geld! Oh, fucking hell! Ich habe jetzt auf Ordenpunkte gesetzt. Ich weiß halt immer noch nicht, ob ich das mit dieser Challenge wirklich probieren soll. Halt null Health Upgrades. Sondern nur das, was ich durch Orden und so verdienen kann. Sonst kann mir einer helfen. Weiß noch einer von euch, wo das war mit der Oase? Wie das war? Ich meine, die war nicht weit weg vom... von der Stadt quasi, aber... I don't remember. Das ist auf jeden Fall nicht. Oh, fuck. Jesus! Oh, da hinten ist er. Oh mein Gott! What the fuck? The fuck is this room? Alter! Bist du eine Oase? Schon gut, lass dir Zeit. Okay. Das ist mir nicht wert. Alter. Das Geld ist es mir nicht wert, mit euch Fucks rumzuschlagen. Nö, 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 nö. Oh, nice. So, wer kriegt Mega Power? Eigentlich wäre ja Pakari am besten, ne? Weil, wie ich das verstanden habe, es stärkt auch deren Angriffspower. Also so, warte mal. Ich muss das nochmal lesen. Einmal einer deiner Freunde aufgestuft werden. Welcher Mensch soll aufgestuft... Okay, fuck that then. Also eigentlich können wir alle von den drei nehmen. Außer ihn hier. He's a fucko. Bombette wäre halt praktisch, weil sie lernt diese Megabombe. Halt eine Bombe, wo auf jeden Gegner Damage macht. Pakari, Abtransport und Multirempler. Wobei Multirempler ist, glaube ich, gar nicht mal so praktisch. Das ist wirklich Damage halt. Also immer wirklich Bumm. Und dann ist der Raum clear. Abtransport ist halt echt scheiße.
Aber wenn ihn das stärker macht, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wir nehmen Bombett. Wir nehmen mal Bombett. Talk, Killer Queen. Wurde ein super Rang aufgestuft. Und das ist noch nicht. Und das ist noch nicht alles. Ne, ne, ne. Ah, Citroen. Braucht ihr nicht noch was von hier? Like Limette. Yes. Limette. Oh, nice. Voll machen, bitte. So viel zum Thema Geld, wächst nicht auf Bäumen. Warum kann ich hier nicht angeln, by the way? Das wäre die perfekte Angelstelle. Oh boy. Kleine Mini-Spackos. Yeet. Yeet. Das ist ja echt nicht weit. Du hast halt nicht Wurm. Ja, eben. Das ist halt das Problem. Ich hab halt nicht Wurm. You need Wurm. Zippity-zoo. Du-du-du. Vorübergehend geschossen, geschlossen. Vorübergehend erschossen. So, by the way. Ich glaube, das war hier. Gibt's ein Geheimnis. Mit Geheimsachen. Fahrt's nicht weiter. Wir wollen es auch okay. Und im Kampf sehr nützlich sein. Zum Beispiel kann ein Angriffskraft stärker werden. Oder du hättest ja dann wieder Münzen am Sieg. Auf jeden Fall mögliche Dinge können geschehen. Aber lass dich nicht auf diesen Zauber. Wird sicher nicht gegen Kampf wachsen werden. Kann sehr hilfreich sein, aber völlig unvorhersehbar. Jo, was geht's? Bist traurig oder frohgemut? Die große Melli hat mir nicht übrigens eine Hörbindin. Große Zaubervermachung sonst nichts im Sack. Glücklich ne Hörgendes. Das zaubert dich ne Hörgendes. Willst du Wagen hören, ne Karten kacken? Yes, warum ne geniale Spruch, geile Wahl. Hier. Have my money, bitch. Weil das ist tatsächlich sogar praktisch. Hält vor allem verdammt lange, soweit ich mich erinnere. Mir wieder vermachen, ich bin der Gegner in Acht. Was hab ich schnell hören das? Aber gut, später, wenn du schnell hörst. Cool, danke. Freigebige, nette Menschen sind nett zu mir. Nette Menschen erfahren nette Geschichten. Was geben. Wusste ich ihm jetzt... Warte. Zögerwelt, was weitergeben soll, wenn nicht wirklich nett? Nein, nicht wirklich. Wirklich nette Menschen geben auch wirklich wertvolle Dinge. Muss ich ihm jetzt schon die Zitrone geben? Zitrone! Hol mir eine Zitrone. Netteste aller netten Dinge. Weil du mir mein Lieblingsobst gebracht hast, hat Nettigkeit bewiesen. Und weil du so nett bist, will ich dir was Nettes erzählen. Mein Lieblingsfrüchte beginnt mit Z. Mit E. Sehr sauer. Ja, genau. Du musst mir noch mehr geben, hast du verstanden? Okay. Muss ich ihm jetzt die Limette? Ich weiß es gerade nicht mehr. War es jetzt schon oder muss ich das später? Achso. Hier. Ach stimmt. Einen trockenen Pilz und dann einen Staubhammer.
Trockenpilz, dann Staubhammer. Ja, das, Now I remember. Ja, so ein Amosser war netter Kerl. Ja, kein Ding, Dude. Stimmt, da war ja sowas. Gib ihm grün. Do he want yellow? Blue or yellow? No. Wie, was? Ein Staubhammer nach einem trockenen Pilz zu kaufen? Ein geheimes Zeichen, dass meine Freunde von einem Mustafa kennen. Das heißt ja, ihr kennt Mustafa. Hallo, mein Freund. Freut mich, dich kennenzulernen. Gibt es irgendwelche Fragen, die du beantworten kann? Er möchte Mustafa treffen? Normalerweise befinden sie sich in den höchsten Punkt des staubtrockenen Vorpostens. So einfach einen Weg nach oben, mein Freund. Darfst mir aber gern noch ein, zwei Dönerblitz geben. Ich bin voll. Sehe ich anders. Fuck, ich bin voll. Ja, stell dir mal echt vor, jemand kauft das zufällig. Und dann spricht er ihn an wie so ein Drogendealer. Bombett, einfach so durch die Gegend gemorft. So ist richtig. Ein Brief. Nice. Hey, Dude. I'm back. Netter Kerl. Trifft man sich wieder. Bin froh, dass du mich gefunden hast. Shit, er ist nackig. Ich bin Mustafa. Den du die ganze Zeit über gesucht hast. Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, benutze ich den Namen Sheik. Wow, das ist immer schön, einen wirklich netten Kerl kennenzulernen. Ich treffe viele Leute und du bist Abstand der netteste Kerl von allen. Name ist also Mario. Ich höre, dass du den Staubthron in Ruinen willst. Ich habe das Gefühl, dass du auf einer sehr wichtigen Mission bist, daher werde ich das Geheimnis für dich lüften. Die Ruinen mit der größten Bedeutung. Meine Vorfahren bewachten sie seit vielen Generationen. Das ist irgendwie so eine Yu-Gi-Oh!-Story hier, kann das? Wenn ich das ganze Gesocks nicht um ihn fernhalte, was soll ich denn tun? Ich muss mir versprechen, dieses Geheimnis niemandem zu verraten. Ich überreiche dir dies. Shit, it's a stone. Dieses pulsierische Schlüssel Staubtrocken Ruin. Bring ihn in die Wüste. Kommst du näher der Ruinen, beginnt das Juwel über deinen Kopf zu leuchten. Je näher du kommst, desto schneller blinkt das Ding. Folge ihm, woher es dich führt. Finde den Ort, an dem du wohl so schnell wie möglich bist und benutze den Weg zum Eröffnen. Geil. Tschüss denn, ne? Echt mal beschwört einen schwarzen Magier. Ich bin richtig abgefuckt, wenn das passiert. Swear to God, dann bin ich richtig erledigt. Alles, aber nicht der schwarze Mögen hier. Not you. So, Moment. Stimmt, ich glaube, das ist jetzt so, sobald wir hier rausgehen, ne? Sollte nicht hier eigentlich ein Stein jetzt denn? Ah, jetzt. Wusste doch, da war doch irgendwie mal was. Vergi, Verg. Wann ist das nächste Mal, dass du streamst? Wann ich Zeit hab. Höchstwahrscheinlich Sonntag. Und Sonntag kann ich jetzt schon garantieren, ist Kiwami 2 Power Stream. Weil mir wirklich nur noch die eine Trophäe für Platin fehlt. Sonntag ist also, wie war heute Arbeit? Gar nicht. Ich hab frei heute. Ich musste aber erst einkaufen. Hammer ist eh scheiße. Fuck. Speaking of Bombe. 6, Alter. Boah. Nuked.
fucking nuked. Na na na. Ich könnte Loki für manchmal cosplayen. Das geht mir aber bei mal. Ich habe ein Hemd. Das gibt mir voll die Kiryu-Vibes irgendwie bei mir. Ist voll schlimm. Müsste hier irgendwo sein. Wow. Oh, aua. Wow, hey. Wait a second. Viel passiert in diesen 2 Minuten. Tür hat geklingelt. Ich habe mich an einer Marzipankartoffel verschluckt. Meine Güte, mein Leben ist eine Spaßzone. So. Ups. Ah, hier. Ihr wollt doch Zeug sehen, ich kenne euch doch. Ihr immer was sehen wollenden Leute. Der Schoschmann erstickt an der Marzipankartoffel. Live. Fucking hell. Aber wie passend, dass genau in dem Moment, wo ich Werbung schalte, die Tür bei mir klingelt, ey. Wieso ist plötzlich nachts? Das ist eine gute Frage eigentlich.